Quark, ihr kleinen Dödels. Ich bin's wieder, euer Honeyboy. Mit einem neuen Game. Ist gar nicht mal so mega neu. Ist tatsächlich schon irgendwie 2 Wochen raus. Ich hab's nur nicht mitbekommen. Ja. Und zwar Warhammer 40k, Hooters, Blood and Teeth. Ja. Ein Ork-basiertes Spiel. Ein Ork-basierter 2D-Sidescroller-Shooter, den man auch im Multiplayer spielen kann. Da ich aber, wie ihr wisst, keine Freunde habe, spiele ich halt allein. Beziehungsweise, wir könnten online natürlich dann auch mal auschecken. Gucken wir mal. Es gibt doch noch einen Mac-Laden. Na klar, hier. Ne? Eine 6er-Wumme, was soll's. Eine geblödete Blasterpistole, YOLO. Hier können wir noch nichts machen, weil ich habe ja noch gar nicht gespielt. So. Ich habe keine Ahnung, was die überhaupt Sache ist. Leicht, das ist der einfache Modus für Gretchen oder Hubis. Hey, ich bin doch kein Gretchen, Digga. Normal, so wie Gork oder Morg es beabsichert. Okay. Für die Waren kriegst du ja erstmal. Machen wir erstmal nochmal. Okay, also hier. Klasse Poser? Weiß ich nicht, spielen wir einen Poser? Ein Wirrkopf ist ein Weird Boy, denke ich mal. Viehjäger ist ein Beast Snagger. Düsenspringer, okay, sind Storm. Aber die Goff, die Death Skull, Evil Sons. No, Evil Sons, rot ist schneller. Death Skull, fand der Krieg immer am besten so, der Chris. Also spielen wir einfach mal. Oh, wir haben noch keine Hüte freigeschaltet. Sauerei. Ausrüstung, was haben wir denn hier? Wir haben nur eine Knarre. Na klar. Sollen wir einen Poser nehmen? Oder einen Weird Boy? Ja, ein Beast Snagger könnte halt auch cool sein, ne? Ich glaube, ich nehme einen Beast Snagger. Also hier könnten anscheinend dann auch meine Freunde, wenn ich dann welche hätte, beitreten. Also ich spiele natürlich auch PC. 1440p mit aktuell 1160 Frames. Sollte laufen, denke ich. Das Ganze gibt es natürlich auch für PS4, PS5 und Xbox, soweit ich weiß. Aber die Preise bei Konsolen sind einfach sowas von mega dämlich. Also das Ganze gibt es bei Steam für, ich meine, 30 Knöten. Man findet es natürlich auch günstiger. Für PlayStation bist du irgendwie bei, weiß ich nicht, auch 40 Euro oder so eine Scheiße und... Weißt du? Egal. Boah. Ja, Bruder. Cutwrecker is the meanest, greenest and fightiest war in the whole of the galaxy. That's the truth. And it's led by the flashiest, shootiest, dirtiest git, Ulgrik Cutwrecker. He's the boss, the best, the baddest. Now he's here to crumb some unis before they all run away. The Humies call this place Lootius. Lootius. Stupid name, stupid Humies. The Humies been drilling for the gold juice here for ages. Pumping it out, sticking it in their battle wagons to make them go through. Now we want it for our wagons. Make them go through instead. The Imperial Room is giving us a right fight, but they ain't stopping war, Gutwrecker. Oh no. We's gonna take the loot out of Lootius, cause we's the biggest, the bestest war around. War! War! Eat that up, puny Yumis! War! Is you's having fun there, Carcass, me old mate? Yeah, boss, yeah! Wah! That there hair squig is snazzy, ain't it, Carcass? I reckon he'd look more snazzy on my head! What are you doing? What are you doing? I's the boss, so I get the snazziest things! You
I'm having this. Whoa! You thieving git! Okay. Wie Player 2. Oh, fuck. Bin ich jetzt Player 2 und 1? Moment mal. Ach so, weil Player 1 ist quasi mit Maus und Tastatur und Player 2 ist mit Controller? Das ist, nicht Sinn der Sache, oder? Player 2. Moment. So, kann ich irgendwie die Steuerung ändern? Oder muss ich hier so? Okay. Okay. Muss ja auch erstmal, ne, irgendwie klarkommen. Okay, ja. Das hatten wir mitgekriegt. Interessant. Okay, hinten ist. Oink, oink, okay. Drück in der Luft. Ah. L gedrückt, um dich zu ducken. Halte ich gedrückt. Hä? Ah, geh einfach mal auf, Junge. Wie schieße ich denn? Oi, oi. Okay. Rotes Kriegsgewehr bei einem seiner Gesundheit. Okay. Achso, weil wir die fressen. Es ist klar, Rudi. Checkpoint. LB. Oh. Dann geht bei dir noch ab, du komischer Grott. Achso, da kommen wir nicht durch. Wir haben noch einen Checkpoint. Oh! Was war da? Wie? Was? Drücke B, um zu dashen. Wo ist denn B? Ah, da. Also, ne, sorry, ich kenne mich halt mit den Xbox-Controllern null aus. So. Digga. Hey, hey, ist doch ein Kollege. Hey, hey, hey. Ich wollte ihn einfach retten, weißt du? Da moscht er mir auch eine. Was haben wir denn hier? Da sieht man doch aus wie ein Shooter. Na klar. Also wir kämpfen anscheinend aber gegen alles, so, ne? So richtig Ork-Style. Warum komme ich da nicht durch? Ah, okay, weil ich hier lang muss. Drücke Y, um deine Waffen zu wechseln, okay. Warum sollte ich? Habe ich da nur begrenzte Muni? Nö. Moment mal.
Ui. Ja, die knüppeln sich da unten, sollen sie mal machen. Und ja klar! Einfach mal den Wah aktivieren, Alter. Aber ich muss schon sagen, also springen auf dem linken Button oben, finde ich, ist echt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Mir wäre irgendwie unten auf dem Knopf lieber, so. Aber man kann ja die Tastenbelegung, soweit ich weiß, komplett customizen. Was haben wir jetzt? Kommt jetzt ein Boss oder so? Nö. Also ich finde das schon ein bisschen strange, dass die anderen Orks hier jetzt, die Gorps anscheinend, mit dem Imperium gegen mich kämpfen. Also ja gut, es ist ja nicht ungewöhnlich, dass Orks sich auch mal gegenseitig wegmoschen, ne? Will ich auch gar nichts gegen sagen. Aber, ich weiß ja nicht. Ein Schalter. Wo ist denn A? Das ist A, okay. A ist der Knopf, auf dem ich lieber springen hätte. Aber da oben war doch Loot, oder was? Hier, da oben, da ist doch irgendwie, da ist Loot. Das sind Zähne. Weil, ihr müsst natürlich wissen, Orks, die haben natürlich kein Geld, sondern Zähne. Also Orks zahlen mit Zähnen. Ja, Zähne sind die Währung der Orks. Was auch ganz praktisch ist, weil davon hat man ja unbegrenzt, weil bei Orks wachsen die Zähne unendlich nach. Und man kann sie halt anderen einfach ausschlagen, so. Ja, da haben wir ein paar Zähne. Hier haben wir noch mehr Zähne. Nur da oben diese komischen Superzähne haben wir irgendwie nicht. Oh, was ist das? Ein Mac-Shop. 6er-Wumme, geplünderte Plasma-Pistole, Schockpistole. Hm. Oha. Andere Hüte. Eine Splitter-Wumme, eine Poser-Wumme, ein Bolt, Alter. Keine Ahnung, was hier jetzt geil ist. Eine Splitterwumme? Wir nehmen Bolter. So, Bolter gekauft. Was ist los? Was haben wir hier noch? Eine Schotti. Na klar. Hui! Ich hab da jetzt hier so einen kleinen Squig mal geholt. Weil irgendwelche Fähigkeiten muss ich haben.
Okay, so ein Speer kann ich anscheinend auch noch werfen, was dann explodiert. Kurz mal einen Walk aktiviert. Okay, das haben wir uns alle umgelegt. Also Heilungsquicks kriegen wir anscheinend hier jede Menge. Also hier kommen wir jetzt auch wieder zum Mac-Laden. Okay. Und ein Brennerstick wäre natürlich nice, ne? Aber ich muss sagen, Steuerung ist echt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also, ich glaube, mir wäre es lieber, dass in die Richtung, in die ich gehe, auch automatisch hingezielt wird. Und ich das nicht erst wechseln muss. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ah, habe ich doch gleich gesehen hier. Na klar. Hallo? Irgendwann habe ich da jetzt aufgemacht anscheinend, aber... Also hier wahrscheinlich. Okay, noch mehr. Oi, oi, oi. Da kommen wir nicht durch. Okay. Na klar, weil wir hier erst an den Hebel müssen. Wie oft kann ich die Dinger denn schmeißen, aber immer weniger? Wollt's mal hier ein bisschen durch Speedrun? Ah, scheint doch nicht so. Junge, Junge, jetzt ist ja bei Jan Schilbert los, oder? Ja, der kann nämlich schon da treffen. Was ist denn bei ihm, ey? Teilweise doch ein bisschen hektisch. Was ist das? Die Band. Also, ich dachte, ich musste die Band umlegen, aber nee, nee, nee. Jetzt singen die auch noch? Holy shit. Ich meine, wie oft hört man schon Ork-Battle, oder?
Oh, oh, da ist so ein Boss. Da aktivieren wir doch einfach den Walk. Interessiert ihr nicht. Da hat er uns umgelegt. Nee, du. Na toll. Au, Alter. Man kassiert aber auch viel Damage, muss ich gestehen, ne? Und ich weiß, wenn ich ja die ganze Zeit durchs Feuer laufe, natürlich noch mehr. Okay, da ist wieder der Boss. Versucht den mal mit den Speeren hier zu treffen, aber irgendwie... Listen up! I beat your boss fair and square. You is my boys now. There's a TV git called Gutwrecker what stole something off me. Who wants a scrap to help me get it back? We needs to find a way off this soggy planet and onto Gutwrecker's ship. And it's that way where the humans are flying away. What do you say, boys? To the Yumi Shags! Let's get crumpy! Genau so funktioniert das bei den Orks. Wenn du einen Boss umlegst, bist du halt der neue Boss. Ganz einfach. Anyway, Freunde. Ich denke, als kleinen Einstieg reicht uns das erstmal, um einen kleinen Eindruck zu kriegen. Ist ziemlich hektisch. Es gibt jede Menge Zeug. Ich glaube, wenn man mit Freunden zusammenspielt, ist es auf jeden Fall eine lustige Nummer. Und könnte mal ganz cool sein. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie lange das Game ist. Aber... wie gesagt, zur Not gibt es halt noch einen PvP-Modus und alles Mögliche. Checkt einfach mal aus. Ich bin der Aniboy, sag danke fürs Zuschauen. Meine kleinen Orky-Boys und wir sehen uns beim nächsten Mal.